Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bauchexpresskurs mit dem Julius. Hallo. Du darfst dir jetzt spätestens einen weichen Untergrund holen, am besten eine Matte oder eine Decke. Und dann begeben wir uns in die Rückenlage. Musik wäre natürlich auch super, wenn du dir die noch einlegst, dass sie dich motivieren kann. Ansonsten kannst du dich jetzt auf den Rücken legen, Füße sind angestellt, Hände einmal an den Hinterkopf nehmen. Und wir starten ganz locker mit den Crunches. Achte bitte darauf, dass deine Ellbogen weit hinten bleiben, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen und dann das Brustbein hoch zur Decke schieben, Schulterblätter lösen vom Boden und wieder senken. Achte auf die Atmung. Beim Hochgehen ausatmen, beim Tiefgehen einatmen. Dein Bauch ist ganz, ganz fest. Kontrolliere immer noch mal die Bauchspannung. Wenn dir das jetzt langsam zu leicht ist, darfst du gerne die Füße anheben und die Hüfte und Knie bei dem 90-Grad-Winkel halten. Weitermachen. Atmung nicht vergessen. Sehr gut, halte durch. Wem das jetzt noch zu leicht ist, der kann jetzt einmal die Füße ein bisschen weiter wegstrecken, die Beine mehr nach vorne ausstrecken. Achte da bitte drauf, dass deine Wirbelsäule trotz alledem noch in der natürlichen Position bleibt. Nochmal Bauchnabel fest ranziehen. Die letzten fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Einer. Wunderbar lösen. Kurz ablegen. Einmal ein bisschen die Beine ausschütteln, kurz auslockern, bevor wir zur nächsten Übung kommen. Für die nächste Übung einmal bitte jetzt die Füße anheben, Hüfte und Knie in 90-Grad-Winkel. Du kannst gerne deine Hände unter das Gesäß legen, wenn du das Gefühl hast, du würdest zu sehr ins Hohlkreuz fallen. Und dann starten wir im Wechsel, indem wir unser linkes Bein nach vorne schieben, zurückziehen und das rechte Bein nach vorne schieben und zurückziehen. Immer im Wechsel. Eins vor und eins zurück. Wichtig auch hier natürlich, Bauchnabel ganz fest ran Richtung Wirbelsäule ziehen. Atmung fließt. Sehr gut. Komm, das schaffst du. Halte durch. Noch zehnmal. Neun. Acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Achtung, der letzte. Wir halten die Beine oben wieder in der Ausgangsposition und schieben jetzt beide Beine gleichzeitig vor und zurück. Auch hier nur so weit, wie deine Wirbelsäule noch in der neutralen Stellung bleibt. Achte nochmal auf die Atmung, tief ein- und ausatmen. Bauchnabel nochmal fest Richtung Wirbelsäule ziehen. Wenn es dir zu schwer wird, mach nur die halbe Bewegung. Nur halb nach vorne und dann wieder zurückziehen. Vor und zurück. Wunderbar. Durchhalten. Auch hier die letzten 10. Noch 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Einmal die Füße abstellen, kurz entspannen, kurz durchschnaufen. Gut, das wäre geschafft. Wir haben jetzt sehr viel für die gerade Bauchmuskulatur gemacht. Jetzt werden wir ein bisschen was für die Bauchseiten tun. Du bist jetzt schon in der richtigen Position. Die Füße bleiben angestellt. Jetzt nimmst du deine Hände neben das Gesäß, seitlich, hebst dein Brustbein ganz leicht an und gehst im Wechsel mit der linken Hand zur linken Ferse und mit der rechten Hand zur rechten Ferse. Hier trainierst du jetzt deine Bauchseiten.
Bleibe im Rumpf immer unter Spannung, schön im Wechsel. Wenn du noch weiter kannst als die Ferse, gerne auch noch ein bisschen weiter. Große Bewegung, sehr schön. Versuch deinen Nacken entspannt zu lassen. Schultern weit weg von den Ohren. Sehr gut. Komm, halte durch. Julius tut nur so, als wäre es nicht anstrengend. Auch für ihn ist es anstrengend. Jawohl, halte durch. Komm, die letzten 10 pro Seite. Noch 9. 8. 7. Noch 6. 5. 4, 3, 2, 1 und lösen. Gut. Jetzt darf zunächst mal wieder der Kopf und die Schulterblätter liegen bleiben. Wir heben wieder die Füße an vom Boden in die Ausgangsposition, in der wir eben schon waren. Jetzt darfst du einmal deine Arme ausbreiten, auf Schulterhöhe ganz breit ablegen. Schultern bleiben auf dem Boden. Jetzt gehen wir in die Rotation. Stell dir vor, deine Knie und deine Füße sind in der Mitte zusammengebunden. Die bleiben zusammen und wir gehen im Wechsel ganz langsam kontrolliert mit den Beinen zur linken Seite Richtung Boden. Geh nur so weit, wie du es noch kontrollieren kannst über die Bauchmuskulatur. Dann wieder zur Mitte ziehen und zur rechten Seite. Mach diese Übung ganz, ganz langsam und kontrolliert. Nicht mit Schwung, sondern mit Kontrolle über die Muskulatur. Schön im Wechsel zur Seite. Bauch ganz fest anspannen. Du holst die Bewegung aus der Bauchmuskulatur. Wenn dir das zu leicht ist, dann bitte einmal die Beine ein bisschen weiter strecken. Nach oben zur Decke ausstrecken. Genau. Jawohl, du musst nicht ganz auf dem Boden, keine Sorge. Da brauchen wir auch eine große Beweglichkeit. Lieber eine kleine Bewegung, unkontrolliert, aber dafür sauber. Jawohl. Komm noch zweimal pro Seite, das schaffst du. Atmung nicht anhalten. Einmal noch nach links und einmal noch nach rechts und dann hast du wieder eine kleine Pause dir verdient. Dann wieder die Beine anwinkeln und die Füße abstellen. Gut, wieder alles ein bisschen auslockern. Und dann kommen wir gleich nochmal in die Ausgangsposition wie eben. Die Arme sind ausgebreitet. Diesmal streckst du deine Knie durch und nimmst die Fußsohlen aber zur Decke, ganz weit nach oben. Nach oben. Jawohl. Sehr gut. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Und wir gehen jetzt in eine Schmetterlingsbewegung mit den Händen hoch zu den Fußspitzen. Über die Seite hoch und wieder tief Richtung Boden. Wenn du erstmal nicht zu den Fußspitzen kommst, gar kein Problem. Geh nur so weit, wie du schaffst. Natürlich musst du die Schulterblätter jetzt vom Boden lösen und schön weit nach oben ziehen. Komm. Auch hier ausatmen, wenn du hochgehst, einatmen beim Tiefgehen. Sehr gut. Wenn es nicht mehr geht, beuge ganz leicht ein bisschen deine Knie. Dann ist es etwas entspannter. Aber versuch durchzuhalten. Komm, das schaffst du. Noch 10 Wiederholungen. 9. Sehr gut. 8. 7. Letzten 6.
Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Gut. Julius, geht noch was? Ja, oder? Sehr schön. Kurze Pause, schüttel noch mal deine Beine aus, entspanne deinen Oberkörper. Atme tief durch, kannst gern auch jetzt noch mal ein Schlückchen trinken. Okay, wir starten mit der nächsten, letzten Übung. Richte dich einmal auf, setze dich auf deine Sitzhöcker. Du kannst deine Hände jetzt hinter dir aufstellen, schau aber, dass deine Fingerspitzen nach vorn zeigen. Brust raus, Rücken gerade. Wir heben einmal unsere Füße an vom Boden. Bauchspannung und im Wechsel schieben wir jetzt einmal erst das linke Bein vor, zurück, das rechte Bein vor und zurück. Weitermachen, komm im Wechsel. Wenn dir das jetzt noch zu leicht ist, kannst du das gerne auch ohne Hände machen, als weitere Stufe. Da braucht man aber dann doch ganz schön viel Spannung. Deswegen, da wir noch ein paar Wiederholungen lang machen, kannst du auch gerne deine Hände wieder abstellen, wenn du es ausprobiert hast und zu viel ist. Such dir dein Level raus. Wunderbar. Komm, rechte Seite. Noch fünfmal pro Seite. Noch vier. Noch drei. Jawohl. Letzten zwei. Eins. Okay, da darfst du ganz kurz absetzen. Wir machen noch mal eine Runde mit beiden Beinen. Mach dich bereit als letzte Übung für dieses Bauchworkout. Füße anheben und jetzt beide Beine vorschieben und zurück. Achte hier trotz allem auf die Bauchspannung. Ganz wichtig, Bauchnabel noch mal ganz fest Richtung Wirbelsäule ziehen. Brust raus, Schultern weg von den Ohren. Komm. Das schaffst du. Hier darfst du noch mal alles rausholen. Du schaffst noch 10 Wiederholungen. Sehr gut. Letzten 8, 7, 6, komm, 5, noch 4, 3, 2, ein letzter. Wunderbar. Setz ab, schüttel die Beine aus, entspann dich kurz. Wir machen noch eine ganz kleine Mobilisation als Abschluss. Atme nochmal tief durch. Und dann darfst du jetzt gerne die Knie zur Brust ziehen und deine Unterschenkel umgreifen. Zieh gerne mal die Knie ganz nah ran zu dir. Mach dich klein wie ein Päckchen. Du kannst jetzt gerne auch mit kleinen kreisenden Bewegungen deine Wirbelsäule massieren. So wie es dir jetzt gut tut. So, dann streck bitte einmal dein linkes Bein aus. Das rechte bleibt angewinkelt. Mit der linken Hand das rechte Bein umgreifen und zur linken Seite ziehen. Das linke Bein kannst du gerne ablegen. Geh in die Seitdehnung. Nur so weit, wie es für dich jetzt angenehm ist. Ganz kurz halten. Wunderbar. Wieder lösen. Zur Mitte kommen. Das linke Bein anwinkeln. Das rechte Bein ausstrecken. Mit der rechten Hand das linke Knie zur rechten Seite ziehen. Genießt die Entspannung. Nach diesem kurzen, aber doch sehr anstrengenden Bauchworkout. Das dürfte morgen Muskelkater geben. Okay, wunderbar.
Auch hier wieder langsam lösen. Du kannst dich gerne mit den Beinen jetzt nach oben ziehen. Und dann würde ich sagen, ihr beiden habt es für heute geschafft. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr Und gut. bis dann. Tschüss.